Bitte sagen Sie, uns ist es erlaubt, dass Männer und Frauen, die nicht Mahalen sind, zusammensitzen. Es kommt in meiner Familie vor, dass unsere Besucher alle zusammen im Wohnzimmer sitzen und sich zusammen unterhalten. Bitte geben Sie denen, die das erlauben, eine Nasiha. Ich habe einen ganzen Unterricht darüber gemacht. Das Übel, wenn Männer und Frauen sich mischen. Und ich möchte hier nur zwei Punkte nennen, damit wir das auch nicht zu lang machen. Es ist nicht erlaubt, dass Männer und Frauen gemischt miteinander sitzen. Ich frage die Männer, und wie man heute zusammensitzt, ist bekannt. Sind die Frauen bedeckt? Sind die Männer gottesfürchtig? Also, was wird entstehen automatisch? Viel Unheil. Erstes Unheil, sie gucken sich gegenseitig an. Nummer eins. Nummer zwei, und ich bleibe jetzt im Haus, wie das Beispiel von der Schwester gesagt wurde. Ein Mann sitzt mit seiner Frau, und seine Frau ist vielleicht nicht so hübsch. Auf einmal sitzt er mit anderen Frauen zusammen, die viel hübscher sind als seine Frau. Die vielleicht 70 Kilo weniger wiegen als seine Frau. Was passiert hier automatisch? Findet er seine Frau noch schön? Begehrt er seine Frau noch? Sie sitzt mit ihrem Mann, der eigentlich ein langweiliger Mann ist. Er erzählt nicht viel. Dann hört sie einen anderen Mann, wie er Witze erzählt, 500 Witze und immer dieselben. Auf einmal ist sie begeistert. Was passiert hier? Sie liebt ihren Mann nicht mehr. Und das ist das Problem. Und Geschwister, ich habe nur ein, zwei leichte Beispiele genommen. Es entsteht viel Übel. Ja oder nein? Ja. Die Sache ist klar. Wir brauchen darüber nicht zu reden. Und außer, was alles gemacht wird, ich bin einmal meine Mutter besuchen gegangen und wir hatten Besuch. Da war auch so ein junges Mädchen, man konnte eigentlich fast alles von ihr sehen, möge Allah Azzajal uns bewahren. Und ich bin dann im Flur geblieben, ich wollte nur meine Mutter begrüßen. Dann kam sie raus, halbnackt, und sagte, kommst du nicht wegen mir rein? Ich sag, Subhanallah, genau wegen dir. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin, mittlerweile ist sie bedeckt, möge Allah Azzajal sie festigen. Und sie nicht zu dem zurückkehren lassen, was sie früher falsch gemacht hat.